Wir am Hamburg Airport haben unglaublich viele Flugzeugfans, die gar nicht nah genug an den Maschinen sein können. Und deswegen freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit unserem Partner Eurowings jetzt ein neues Programm haben. Das heißt Bed in the Jet. Und es ermöglicht allen Flugzeugbegeisterten, allen Reisefans, jedem, der einfach gerne mal etwas länger am Flughafen bleiben möchte, in einer parkenden Maschine zu übernachten. Und entsprechend wird der Raum dann dekoriert, je nachdem, ob es ein Pärchen ist für eine romantische Nacht oder ein richtig flugzeugbegeisterter Single, der darf eben dann auch in echter Flugzeugbettwäsche übernachten. Das ist alles buchbar bei uns auf der Homepage www.hamburgairport.de. Die Kooperation mit dem Hamburg Airport ist für die Übernachtungsgäste ein tolles Erlebnis, aber auch für die Eurowings aus wirtschaftlicher Sicht ein absoluter Gewinn. Für uns bedeutet das natürlich, dass wir uns daran gewöhnen müssen, morgens die Gäste zu wecken, wenn wir auf den Flieger kommen. Ich bin von klein auf Fan vom Flughafen, von Flugzeugen, immer schon faszinierend gewesen. Und heute Nacht habe ich in einem Frachtraum von einer Eurowings-Maschine geschlafen. Das war so toll. Ich kann es jedem Flugzeugfan empfehlen, Bed in the Jet zu machen. Das ist einfach mal ausprobieren, das ist so cool. Also ich hätte echt nie gedacht, dass ich mal in einem Laderaum von einem Flugzeug übernachten werde. Es war einfach unglaublich. Als ich gesehen habe, was es für eine Überraschung ist, bin ich wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also so ein tolles Geschenk, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Zu sehen, wie sie sich gefreut hat, das war einfach unbezahlbar. Ganz die kleinen Details, der Sekt, die Lichterkette, das war schon der Wahnsinn. Also für jeden, der noch ein romantisches Geschenk sucht, Bed in the Jet lohnt sich auf jeden Fall.